So, und Sie können es sehen, wir haben diesmal kein Notfällchen, sondern ein Notfiederchen. Das auf meiner Schulter, ich wirke vielleicht ein bisschen verkrampft, aber schauen Sie mal, der hat einen ganz schön großen Schnabel. Das auf meiner Schulter ist der Rudi, eine Gelbstirn-Amazone. Rudi ist 5 Jahre alt, sitzt hier im Dresdner Tierheim und sucht ein neues Zuhause. Das muss natürlich artgerecht sein. Es ist kein Wellensittich, das sehen Sie. Er ist ein bisschen größer als ein normaler Vogel. Er würde in einer Zimmervoliere zurechtkommen, braucht aber dann Freiflug unbedingt und freut sich im Sommer natürlich auf alle Fälle über eine Gartenvoliere. Oder wenn man prinzipiell die Möglichkeit hat, im Grundstück eine Voliere zu bauen mit Heizung für den Winter, würde sich der Rudi, glaube ich, auch sehr wohlfühlen. Also, wenn Sie sich für den Rudi interessieren und vor allen Dingen, wenn Sie ihm auch ein artgerechtes Zuhause bieten können, dann melden Sie sich einfach im Dresdner Tierheim. Rudi sucht eine neue Familie und dann perspektivisch natürlich auch eine Frau, oder Rudi?